Oh, das sieht ja lappenhässlich aus. So. Herzlich willkommen, Leute, zu dem Video hier. Ihr seht hier noch den alten Himmel. Der ist gleich Geschichte. Ja, wie gehen wir vor? Kurze Information, das ganze Material muss runter. Auch der Stoff, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Kurze Info, das Material wurde mir vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Ich habe mit Chris nochmal geredet, also der Inhaber von Rapping International. Und wir werden heute nochmal Alcantara-Imitat auf den Himmel kleben. Dieses Video geht jetzt nicht spezifisch um E36, jetzt allgemein nur mal ums Produkt. Und ihr hattet ja auch viele Fragen in den letzten Monaten. Ich sehe schon, das kann man so lösen. ihr hattet viele Fragen zu unserem anderen bezogenen Dachhimmel, ob der hält oder ob das Material wieder abgeht. Bis jetzt muss ich sagen, hält der Stoff, auch bei den heißen Temperaturen, was wir in letzter Zeit hatten. Ja, ich würde sagen, in dem weiteren laufenden Video werdet ihr mehr Informationen nochmal über das Material bekommen. Ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal los, den ganzen Kladderadatsch hier runter zu machen. Also zuerst muss einmal der Stoff runter. Wenn er natürlich schon lose ist, so wie bei mir, kann man da einfach anziehen und man sieht, dass es kein Original Stoff ist und im Endeffekt irgendein Stoff da genommen wurde vom Vorbesitzer. Deswegen einfach runter damit. Der hält eh nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange der noch gehalten hätte, so, also 100%. Aber ihr seht ja, da kann man einfach anziehen. Wenn ihr jetzt wie in meinem anderen Video einen zweiten Dachhimmel habt, dann macht den erst fertig, baut den aus und dann könnt ihr das alles an einem Tag machen. So müsst ihr halt zwei Tage ungefähr einplanen, außer ihr fangt vormittag an, habt zwei Leute, was ich jetzt nicht habe, und macht das Ganze. Also so viel dazu. Wie gesagt, also zu dem Alcantara zum Aufziehen werde ich mir eine zweite Person holen, weil das alleine kann passieren, dass man sich ja das Ganze versaut. Und da das Material nicht gerade billig ist, würde ich es einfach nicht empfehlen, euch das alleine machen zu lassen. Außer ihr traut es euch zu, dann könnt ihr das machen. Ne? Also so viel dazu. Und man merkt, dass der Stoff einfach mal gar nichts mehr hält. Also man sieht es hier, zieht er einfach an, als wenn da nichts ist. So, Geschichte roter Dachhimmel, arrivederci. Jetzt geht's an die richtige Sauerei. Und wenn ihr jetzt nur eine Drahtbürste habt, dann dauert es ein bisschen ewig. Ich nehme jetzt einen Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine und fahre das runter, weil dieses Zeug, was hier noch drauf ist, dieses Schaumstoffartige, ich wollte jetzt schon wieder Filz sagen, dieses Schaumstoffartige ist von dem alten, vom Originalhimmel. Das muss runter, weil darauf hält hier nichts. Das ist das ganze Problem, was die meisten wahrscheinlich falsch machen. Das muss alles clean werden, das muss weg. Und dann danach muss der Himmel noch sozusagen gereinigt werden. Aber das erkläre ich euch gleich. Ich mache jetzt erstmal den Kladderadatsch weg. Ja, jetzt werden die ein oder anderen sich fragen, warum mache ich denn das jetzt draußen am Boden? Erstens, meine Werkstatt ist jetzt gerade zugestellt. Habe dafür keinen Platz. Und zweitens mache ich es draußen, weil diese Sauerei hier will ich mir nicht noch ein zweites Mal in der Werkstatt geben. Deswegen jetzt hier Bohrmaschine, Drahtbürstenaufsatz und dann gib ihn.
So, hier ist er, der Himmel. So sieht es jetzt aus. Jetzt muss ich jetzt alles mit der Bürste noch mit einem Besen abkehren. Und dann muss er noch gereinigt werden, aber das seht ihr gleich. Also so sieht das Endresultat aus. Hier diese Verfärbungen, die gehen nicht mehr weg. Also wundert euch da nicht. Ich kann höchstens mit dem Sandpapier nochmal drüber gehen. Aber das muss jetzt eh alles gleich gereinigt werden, auch hier oben und so. Ja, aber das machen wir drinnen, das Beziehen. Ich wollte jetzt nur die Sauerei hier außen machen. Wie ihr seht, ist das ganze lose Zeug weg. Das habe ich jetzt mit dem Feger runtergekehrt. Jetzt haben wir aber überall noch trotzdem ein bisschen kleine Rückstände. Und dazu nehme ich jetzt einen Staubsauger und saug den ganzen Himmel nochmal ab. Und wie gesagt, diese dunklen Stellen, die gehen einfach nicht weg. Ich habe schon ein bisschen probiert, aber das ist wahrscheinlich Kleber vom alten oder von dem Stoff, was jetzt drauf war. Ja, je nachdem seht ihr selber, dass das eigentlich nur Glasfaserhimmel ist. Und da wollte ich jetzt eigentlich nicht ungern so feste aufdrücken. Und ich würde sagen, den saugen wir jetzt mal. So, ihr seht, der Himmel ist jetzt von den Schmutz befreit. Also ich habe das jetzt noch mal schnell mit dem Staubsauger behandelt, dass der ganze grobe Dreck weg ist. Also jetzt hier diese Flecken gehen leider nicht weg. Ich habe auch schon mal dran gerubbelt noch mal. Das macht jetzt aber auch auf jeden Fall überhaupt nichts. Jetzt haben wir hier einmal den Kleber. Den brauchen wir später für die Vertiefungen hier. Und für hier die Seiten. Das haben wir damals beim anderen Himmel auch so gemacht, um dass die Festigkeit halt gewährleistet wird. So, was brauchen wir noch? Auf jeden Fall eine Stoffschere. Die ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil ihr müsst ja das Ganze dann später den Überstand wegschneiden. Stoffschere. Ganz wichtig. Oder eventuell ein Skalpell oder ein richtig scharfes Cuttermesser. Auf jeden Fall nichts mit stumpfen Gegenständen da dran rumhantieren, weil ich sag's nur so, beim letzten Mal, wo wir den Himmel bezogen haben, hatten wir das Cuttermesser so sagen wir misshandelt, dass es stumpf an der einen Stelle war und dann hat der Stoff das Reißen angefangen. Ja, beziehungsweise das Alcantara-Imitat. Und jetzt haben wir hier das Alcantara-Imitat. Falls jetzt welche fragen, oder im letzten Video wurde auch gefragt, wie viel Meter hast du denn bestellt für den Himmel? Ich kann euch das jetzt gleich sagen, wie viel Meter ihr für den Himmel braucht und wie viel ihr als Verschnitt rechnen müsst, mindestens. Also ich kann so viel sagen, der Stoff hier passt auf jeden Fall einmal komplett hier drüber. Ihr habt hier mindestens 15 cm Überstand. Also wenn die Dose weg ist, habt ihr hier mindestens 15 cm Überstand. Sollte auf der anderen Seite natürlich der gleiche Fall sein. Und natürlich von vorne und hinten auch dasselbe. Also mindestens, sagen wir mal, 15, dass ihr genügend Überstand habt, dass ihr auch wirklich kein Problem habt mit späteren, zu kurzen Stücken. Also ran, also abschneiden kann man immer, aber was rankleben sieht pfuschmäßig aus. Also das sollte auf jeden Fall beachtet werden, dass ihr genügend Stoff bestellt. Berechnet aber, wenn ihr die A und B und C Säule mitbeziehen wollt, mindestens nochmal mehr dazu. Also wir haben im letzten Video, wo wir die Limousine gemacht haben, 3 Meter am Stück bestellt und ich glaube 1,40 oder 1,30 oder sowas ist der Stoff lang. Können wir gleich mal gucken. Aber ich denke mal 1,40 müsste er sein. Und ja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Himmel ist sauber. Auch Vorarbeiten müsst ihr wirklich gut beachten, dass es auch wirklich Picopello ist. Und dann würde ich sagen, legen wir den ganzen Spaß mal auf den Himmel drauf, schneiden uns ein gewünschtes Stück zurecht und dann fangen wir mal an mit dem Bekleben, beziehungsweise wenn man es so sehen will, ist es Folieren, weil diese Alcantara Folie ist ja Folie. Also in der Hinsicht kann man es so sehen, entweder beziehen oder bekleben. Eins von beiden kann man sich jetzt halt aussuchen. Ich würde sagen, machen wir mal. Also wenn ihr jetzt den Himmel neu beziehen wollt, dann rechnet mal auf jeden Fall die Länge. Das wäre jetzt hier in dem Fall 150.
Ihr müsst aber noch Überlappung mitrechnen. Das heißt, wir haben hier noch ein Stück. Also sagen wir mal so, hier sind es locker 8. Und sagen wir mal hinten auch 8. Also sind 15 cm hier und da hinten auf jeden Fall angemessen. In der Breite brauchen wir gar nichts zurechtschneiden, weil den lassen wir so. Der schneiden wir dann hinterher bloß alles weg. Und ja, das, wie gesagt, rollen wir jetzt mal aus, legen ihn drauf, lassen ihn überstehen und dann beziehen wir den. Guck ungefähr, wie viel Zentimeter ich jetzt hier weghängen habe. Rollt es noch ein bisschen weiter aus. Also, ich sag mal, lieber mehr als zu wenig. Und jetzt können wir hier mit einem getrosten Schnitt, ich sag mal, wir machen mal hier, also ihr seht es jetzt gerade nicht, aber hier hinten ist eine Linie dran, die zeige ich euch jetzt gleich. Da drehen wir das mal um. Also, man kann den ja umklappen. Hier sind jetzt lauter kleine Linien. Und ich habe mir jetzt an einer Linie einen Schnitt gemacht. Die hier rein. So, den Rest, was wir dann später noch benötigen für die A-Säulen, die hebe ich jetzt erstmal auf. Die lege ich mal zur Seite, die rolle ich jetzt hier wieder schön zusammen in diese Luftpolsterfolie. Was ich noch dazu sagen möchte ist, warum man auch so viel Überlappung lässt, ist, weil es ja Folie ist. Und man muss die ja später dann jetzt vorne im Bereich, wo die Sonnenblenden sind, noch ein bisschen zurechtziehen. Die Falten rausarbeiten und dann kann man dann das noch ein bisschen gegenziehen und machen. Das zeige ich euch aber gleich. Ich sprühe jetzt hier mal die Ränder ein und werde die Folie noch ein bisschen zurückschieben. Und dann werden wir den ganzen Spaß da mal draufziehen. Also ich würde sagen, ich lege mal los. Hältst du es jetzt straff? Da musst du ein wenig ziehen. So. Hältst du es straff? Aber wir müssen schauen, dass man. Das Gewicht, nimm doch das Gewicht da vorne und leg es drauf in der Mitte. Den darfst du nicht straff ziehen und muss alles schön geschmeidig drauf gehen. Also hier hochheben. Und schick schmeidig. Warte, ich mach's schon. Haltst du nur fest. Dass ich ein wenig ziehen kann. So, wie man sieht, ist das jetzt hier so schön drauf, was man noch beachten muss, nie in Spannung das Ganze drauflegen, weil sonst hält euch der Stoff nicht lange, oder dieses Alcantara-Meter. Durch die Wärme genau, hält es nicht lange. Dehnt sich aus, zieht sich zusammen und dann reißt. Genau. Hier um die Kanten, deswegen habe ich auch gesagt, schön großzügig überlappen, weil ihr müsst ja dran trotzdem mal ziehen. Das kann man dann so überlappen. Da ist eh später der Gummi von der Verkleidung und das sieht man eh nicht mehr. Hier ziehen wir jetzt gleich den Stoff noch die Folie runter. Jetzt gehe ich erstmal bloß auf die andere Seite darüber.
So. Ich halt fest. Halt mal den Scheißhimmel von hinten fest. Ja, wie ihr seht, ist das ja nicht so ganz einfach. Nein. Ja, die Falten, wenn ihr noch nicht angeklebt habt, gehen noch raus. Sobald das Material auf dem Himmel aufliegt, könnt ihr das sozusagen vergessen. Und hier kommt jetzt die Vertiefung. Da müsst ihr jetzt aufpassen, dass jetzt hier, also wirklich sachte, arbeitet. Also das heißt, nochmal hier lösen und schön hier drüber glatt ziehen. Jetzt nochmal hier nochmal lösen. Hier das Stück. Also wie ich auch schon im letzten Video gesagt habe, man kann es nochmal abziehen, solange halt nicht drauf wirklich gehaftet hat der Stoff auf den Material, weil alles danach hält er nicht mehr. Also weil der Klebstoff 10-mal ab und angezogen, irgendwann hält der Kleber halt nicht mehr. Da ist eine kleine Falte drin. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu der Ecke, wo sozusagen am schwierigsten ist, das hier. Mal so herziehen. Jetzt haben wir hier die Vertiefung, die darf auf keinen Fall auf Spannung liegen. Das hatten wir beim letzten Himmel schon das Problem. Das haben wir jetzt im Nachhinein erst gemerkt, dass wenn es auf Spannung liegt, wir hier Probleme haben mit der Vertiefung. Das löst sich dann hier in der Ecke so schön und das soll es auf jeden Fall nicht. Deswegen hier schön geschmeidig glatt ziehen. Jetzt haben wir hier noch diese hässliche Vertiefung vom der Sonnenblende. Die kann man aber hier einschneiden, weil das sieht man drunter nicht. Da kann man dann später noch ein festdrücken. Und aus dem Grund überlappt man den ganzen Scheiß da 10, 20 cm. Ich glaube, mit dem Rest, wo ich hatte, wäre ich niemals hingekommen. Ihr seht, haben wir jetzt hier eine Falte drin. Am besten zwei Personen braucht man auf jeden Fall. Eine muss wegen halten, eine zieht. Zack, raus. Und jetzt schön. Aber hier ist aber das gespannt, das dürfen wir nicht. So. Das heißt, ich glaube, dieser Ackernhaare hat einen Stretch. Ja, das ist, also ein bisschen kann man das Ganze ziehen, weil er hat ein wenig einen Stretchanteil, aber sollte man nicht übertreiben. Nee. Warte mal, ziehen wir es so. Kann ich es besser machen. Jetzt muss ich langsam machen.
So, endlich geschafft nach keine Ahnung wie viele Minuten, waren schon ein Stück drüber. Auf jeden Fall, Ergebnis wieder top geworden. Also hier die Kanten müsst ihr auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig aufpassen. Und hier diese Vertiefung, weil das haben wir beim letzten Mal, wie gesagt, falsch gemacht. Da haben wir auf Spannung das runtergedrückt. Und was wichtig ist, auf jeden Fall sehr, sehr viel Sprühkleber verwenden. Und jetzt sieht das auf jeden Fall schon mal mega aus. Gut, jetzt hier dieses Rumgebaumel an der Seite, das schneiden wir jetzt eh weg. Das seht ihr ja, wie das jetzt hier ausschaut. Jetzt kommt das alles weg. Auf jeden Fall Top-Ergebnis, muss ich echt dazu sagen. Jetzt werden wir mit einer Stoffschere das außenrum schön wegschneiden. Und ja, hier nochmal kurz die Kanten überprüfen. Auf jeden Fall sehr, sehr geiles Ergebnis mal wieder. Ja, ich würde sagen, ich nehme jetzt die Stoffschere hier, schneide das Zeug hier aus und ja, ich zeige euch das mal kurz eben. Die Aussparung hier für die Sonnenblende seht ihr, die löst sich gerade schon wieder. Das machen wir aber gleich, dass es sich nicht mehr hier löst. Da schneiden wir jetzt hier so ein kleines Dreieck rein und jetzt können wir sie hier noch gar randrücken, weil das hier, ja, braucht ihr ja später eh nicht mehr dieses Material, weil da ist ja sowieso hier eure Sonnenblende drüber und das seht ihr ja dann nicht. Deswegen konnten wir das jetzt noch hier schön wieder randrücken. Ich sehe hier gerade, ist noch eine Falte drin, das ist nicht so schön. Ah, das ist weg. Ja, dasselbe machen wir jetzt hier unten mit die, wenn ihr vorhanden habt, mit die, dann schneidet hier so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein V hier rein und dann überlappt es einfach so. So, zwei Tage später habe ich jetzt mal die A-Säulen noch bezogen, weil ich hatte das Problem, meine, was im Auto sind, sind nicht mehr die schönsten, da waren die Klipse kaputt. Jetzt habe ich welche gefunden, da die Klipse noch dran sind. Ich habe jetzt die schon mal bezogen, um zu gucken, wie es jetzt so geht, dass ich euch jetzt nichts gleich Falsches erzähle. Stoff, wie man da von der A-Säule runterzieht, meistens sind die eh schon lose und dann braucht man nur noch anziehen und ihr seht ja, da ist jetzt nichts mehr drauf, das ist jetzt nur noch so dieses untere, was da drauf war. So, die lege ich jetzt mal beiseite. Wie gehen wir vor? Also hier lege ich jetzt erstmal die A-Säule drauf, weil die müssen wir jetzt mit Sprühkleber voll machen. Hier habe ich jetzt das Alcantara, also das Imitat. Ich habe mir jetzt eine großzügige Folie zurechtgeschnitten. Ihr seht ja, man kann es hier fast einmal umwickeln damit. Warum habe ich das gemacht? Dass ich halt auch hier überlappen kann in die Vertiefungen. So, ich würde sagen, ich sprühe die jetzt mal ein, weil wenn ihr jetzt wirklich auf einer Werkbank, wie gesagt, hier mit Sprühkleber habt, jetzt solltet ihr was drunter legen, weil danach ist nämlich sonst eure Werkbank versaut. Und so, ich würde sagen, wir sprühen die jetzt mal ein. Dann lassen wir sie einwirken, die ganze Geschichte. Und in der Zeit können wir da die Folie runterziehen. Ich zeige euch nämlich, wie es einfacher geht, ohne dass ihr da eine zweite Person braucht, jetzt bei der A-Säule. Das kriegt man auch alleine hin. Also, wenn ihr das alleine machen wollt, die A-Säule, ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr jetzt auf der Seite hier was habt, wo ihr draufstellen könnt, auf die Folie hier. Es klebt schon von alleine an meiner Hand. So, ich stelle jetzt hier mal was drauf. Schieb den Spaß ein bisschen zurück. So. So, und dann jetzt, wenn ich da jetzt draufstehen habe, kann ich die Folie so ganz getrost das runterziehen. Und dann am Schluss aufpassen, dass euch das nicht wegploppt. Sonst habt ihr nämlich gleich, wenn es zurückschnallt, eine Falte irgendwo drin und die wieder ja rauszubekommen. Na, muss ja nicht sein. Alles. So, und jetzt legen wir da ganz getrost die A-Säule drauf. Ich mache das jetzt von
von unten so, weil ich habe gemerkt, so lässt sie sich schöner beziehen. So kriegt man weniger Falten rein. Und das Ganze auch wieder ganz normal, ohne argen Stretch draufziehen. Ich drehe das jetzt mal rum, dass ich sehe, wie das Material ist. Ja, dass ich da eine Falte rein foliere. Im Endeffekt, das wäre ja nicht so der Sinn der Sache. Hier können wir ein bisschen dran ziehen. Also in dem Sinne dran ziehen, dass ich es lose bekomme wieder. Und der ist ja jetzt dreckig, der Stoff hier oder die Folie, eher gesagt. Die hatte ich jetzt hier auf der Werkbank liegen. Das bleibt aber beim Folieren nicht aus, dass die vielleicht dreckig wird. Das ist ja ganz einfache Geschichte, wieder zu reinigen. Dann nimmt man eine Rosshaarbürste und geht ganz vorsichtig über das Material drüber. Und dann arbeitet ihr sozusagen den Schmutz wieder raus. So, und bei solchen Ecken hier muss man halt aufpassen, dass sich da keine Falte rein foliert. Eher gesagt, wenn es dann später um der Überlappung eine Falte ist, spielt keine Rolle, die sieht man nicht mehr. Ich zeige euch das mit den A-Säulen ja eigentlich nur, weil jetzt ist ja, wie gesagt, 2 Tage später, also als das eigentliche mit dem Himmel war. Und bei Instagram haben welche gefragt, ob ich nicht auch die A-Säulen zeigen kann, wie man die bezieht. Da habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht, ne? Schaden tut es ja nicht. So, jetzt seht ihr hier den Überstand. Das müssen wir jetzt alles rausschneiden. Und das ist jetzt eigentlich die eigentliche wichtigste Arbeit. Also vorsichtig ausschneiden. Wenn nicht, lieber mehrmals wegschneiden als einmal zu viel. Und ja, so viel dazu. Jetzt bei der E36 A-Säule hat man hier noch so eine kleine Vertiefung. Die müssen wir natürlich freischneiden, weil die später an der Verkleidung vom Fahrzeug, also an der Karosserie, einrastet. Diese Nut hier, die muss man jetzt freischneiden. Das Problem ist an der Sache, man muss da sehr, sehr viel Geduld haben und da nicht neben ausrutschen mit dem Schneiden, weil sonst ist vorbei. Sonst dürft ihr die A-Säule nochmal neu beziehen. Und da kommen wir dann auch schon zu dem Punkt, wenn ihr was bestellt, bestellt mehr, weil ihr müsst auch mal damit rechnen, dass ihr vielleicht ein Bauteil versaut. Beziehungsweise man muss mit Verschnitt rechnen und vielleicht auch mal damit rechnen, dass man halt wirklich mal eine A-Säule versaut, dass vielleicht der Stoff sich zusammen faltet, dass man eine Falte drin hat, die nicht mehr rausgeht oder etc. pp. Halt sowas da. Ne? Also müsst ihr halt auf jeden Fall beachten. Und ihr seht ja, wie viel ich wegschneide. Das ist ey, halt echt viel, aber wie gesagt, lieber zu viel als zu wenig. Und das hier können wir lassen, weil das juckt eigentlich der A-Säule herzlich wenig. So, da brauchen wir eigentlich nur diese kleine Falte rausschneiden. Und wie gesagt, nimmt echt was Scharfes, weil ich merke gerade die Stoffschere hier, die ist auch nicht mehr so der Hit. Ne? Merke ich gerade. Kann aber auch daran liegen, dass die jetzt voller Kleber ist. Deswegen nicht mehr schneidet. So. So, das hier oben drin sieht man eh nicht mehr. Das ist das Schöne an der Sache. Sorry, wenn ich davon noch meinen Ellbogen in der Kamera drin habe, aber ich weiß nicht, wie ich das euch zeigen soll. Meine Hände unsichtbar kann ich leider noch nicht machen. Ja, so viel dazu. Für hier unten kann man auch zur Not mal das Cuttermesser nehmen. Muss halt scharf sein, wie gesagt. Ja, das ist so semi-scharf.
Also gar nicht. Hier diese Wulster, die kann man noch mal wegschneiden. Drücken. Dann kann man das noch mal ordentlich hier sich abschneiden und dann wieder ran drücken. Also so viel Überstand braucht es dann auch wieder nicht. So. Jetzt hätten wir sie bezogen. A-Säulen sind auch drin. Himmel ist seit gestern drinnen. Und ich muss sagen, Ergebnis mega. Also da muss ich echt mal sagen, das Material macht auch einen richtigen großen, hochwertigen Eindruck. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich es jetzt vom Chris zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Das sage ich so, weil es so ist, Leute. Und ich bin damit echt richtig zufrieden. Und ich mag dieses Alcantara-Wildleder-Design oder die Optik. Ich mag das einfach. Ihr seht ja, ich habe hier auch Alcantara-Sitze drin. Von daher, ich mag das und einfach geil. Jetzt noch kurz alles in Zusammenfassung, dass das Video auch nicht zu lange jetzt noch wird. Also, fangen wir mal von Anfang an. Die Vorarbeit ist wirklich das Wichtigste. Also der Stoff muss runter. Dieses schaumstoffartige Gebrösele, was ihr gesehen habt, muss auf jeden Fall rückstandslos weg. Dann das Ganze mit dem Staubsauger noch richtig sauber machen. Die Krümel müssen runter. Wenn dann noch was da ist, dann nimmt einen Besen oder sowas und kehrt es nochmal ab. Auf jeden Fall muss die Fläche sauber sein. Und je nachdem, wenn noch irgendwo Kleberückstände sind, dann nehmt ein bisschen Universalverdünnung und dann wischt ihr einmal über den kompletten Himmel drüber. Aber nicht den Himmel damit tränken. In meinem Fall war das jetzt nicht notwendig, weil bei mir diese Kleberückstände alle weggingen. Das hat überhaupt nicht geklebt mehr alles. Das habe ich jetzt komplett sauber bekommen mit dem Drahtbürstenaufsatz. Wenn ihr dann soweit seid und ihr habt es auch wirklich 100% clean, den GFK-Himmel, dass dann auch wirklich das alte Zeug rückstandslos weg ist, dann könnt ihr anfangen, euch zu überlegen, mit der Folie weiterzuarbeiten. Dann natürlich, bevor ihr die ganze Sache aufklebt, erstmal großzügig zurechtschneiden. Das ist ganz wichtig. Lieber mehr dran lassen als zu wenig. In meinem Fall war es fast schon zu wenig, weil ich hatte kaum noch irgendwie Möglichkeit, was zu ziehen. Das habt ihr ja mittlerweile gesehen alles. Alles konnte ich jetzt auch nicht so zeigen, weil oben am Dachboden war das alles ein bisschen so eng zu zeigen. Aber im Endeffekt, es geht ja darum, dass das wirklich alles schön da drauf passt. Wenn ihr dann soweit seid, dann tut ihr die ganzen Kanten und Vertiefungen mit Sprühkleber einarbeiten und da auch nicht damit sparsam umgehen. Lieber, da ist mehr als zu wenig. Und vor allem bei den Vertiefungen ist es ganz, ganz wichtig, dass der Stoff oder diese Folie hinterher auch wirklich gut haftet. Wenn ihr dann nämlich nicht sorgfältig mit Kleber arbeitet, kann es passieren, dass euch mit den Monaten der ganze Spaß wieder runterkommt. Und das wollen wir nicht. Und das will ja wahrscheinlich der Hersteller auch nicht, dass das passiert. Weil sonst kann es ja sein, dass dann einer sagt, das Material ist nicht gut oder so. Aber das liegt dann meistens nicht am Material. Es liegt dann meistens daran, dass derjenige nicht sauber gearbeitet hat. Ja, das wäre es jetzt erstmal dazu. Also wie gesagt, alles schön reinigen, Kleber, etc. Dann, wenn ihr soweit seid, die Folie aufzuziehen, nehmt euch eine zweite Person, zieht das Ganze auf. Passt auf, dass ihr nicht komplett auf Spannung die Folie drauflegt und beklebt. Also diese Vertiefungen sollten so wenig wie möglich auf Spannung und auf Stretch eingeklebt werden. Vor allem die Vertiefung hier von der Sonnenblende. Da sollte man aufpassen, vor allem in der Rundung hier. Da könnt ihr es gerne lösen. Das werde ich jetzt auch noch sehen, ob das bei mir dann hält. Bis jetzt hält alles. Ja. Mehr oder weniger ist es eigentlich fast schon erklärt. Ihr habt das meiste gesehen. Hier habe ich eine Rosshaarbürste in der Hand. Damit kann man das Alcantara-Imitat von Fusseln und von
ja, jeglichen Staub kurz reinigen. Und dann sieht man auch schön wieder die Struktur. Ich würde sagen, sollte ich was vergessen haben, kann ich es in die Videobeschreibung geben. Ach ja, eine Frage war noch. Was habe ich für das Material bezahlt? Wurde in dem letzten Video mal gefragt. Diese Frage beantworte ich nicht, weil je nach Meter, was man bestellt, ist der Preis variabel. Ich sag mal so, es fängt an ab 150 Euro aufwärts. Jetzt werden die einen oder anderen zwar wieder sagen, boah, 150 Euro ausgeben. Ja, Leute, es ist halt so, aber man muss sehen, wenn man es ordentlich macht und der Stoff und das Alcantara-Imitat hier, oder beziehungsweise diese Folie hält, dann hält es auch seine 20 Jahre oder sagen wir mal 15 Jahre. Dann ist das Geld wieder sozusagen rentiert. Ja, so kann man sagen, denke ich. Oder dann hat sich das Geld rentiert. So muss man das sagen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich verabschiede mich jetzt aus diesem Video hier. Nächsten Samstag wieder 12 Uhr auf meinem Kanal. Schaut vorbei. Was es da wieder Nettes zum Schauen gibt, weiß ich jetzt selber noch nicht. Aber wie gesagt, wem das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Und genau, Videobeschreibung auschecken. Der Shop von Wrapping International verlinkt. Wer jetzt Bock hat, seinen Himmel zu beziehen, schaut da vorbei. Also, bis nächste Woche Samstag, 12 Uhr, auf meinem Kanal.